liebe Kiezspaziergängerinnen und Kiezspaziergänger, ich begrüße Sie heute zu einer Premiere. Ich begrüße Sie zum ersten Kiezspaziergang digital. Ich stehe jetzt hier in Friedenau, Bornstraße, Ecke Hackerstraße. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich dazugeschaltet haben. Voran auf dem Weg durch den Westen von Friedenau geht die Buchautorin und Stadtführerin Gudrun Blankenburg. Sie kennt Friedenau sehr gut. Hallo Frau Blankenburg, herzlich willkommen. Hallo Frau Schöttler. Unser Weg führt uns heute vom Walter-Schreiber-Platz zum Friedrich-Wilhelm-Platz. Und lassen Sie sich mit uns gemeinsam überraschen. Auf geht's jetzt zum Walter-Schreiber-Platz. Wir haben hier jetzt den Walter-Schreiber-Platz erreicht, der durch seinen U-Bahnhof an der U9 besonders bekannt ist. Einerseits ist der Platz das Tor zur Schlossstraße, der großen Einkaufsmeile in unserem Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf. Andererseits ist er das Tor nach Friedenau. Ein Meilenstein in der Entwicklung des Platzes war die Eröffnung des U-Bahnhofes im Januar 1971. Frau Blankenburg, wie ist der Walter-Schreiber-Platz zu dem geworden, was er heute ist? Die Schlossstraße und die Rheinstraße waren Teilstücke der alten Reichsstraße 1, der heutigen B1. Von der Schlossstraße ging in Höhe der Einmündung Rheinstraße in nördlicher Richtung bis 1872 eine kleine Privatstraße ab. Der Gründer von Friedenau, Johann Anton Wilhelm von Kasten, ließ schon ein Jahr nach der Gründung von Friedenau an dieser Stelle die Kaiserstraße, später Kaiserallee, heute Bundesallee anlegen. Und jetzt kommt ein Zitat von Kasten selber: als eine vortreffliche Straßenverbindung mit dem Westen von Berlin in Anlehnung an den Kurfürstendamm. Zitat Ende. Über die Schlossstraße kamen die Bauern aus Brandenburg nach Berlin hereingefahren, um hier ihr Gemüse, Kartoffeln und Eier zu verkaufen. Und so entstand 1908 der sehr beliebte Bornmarkt zwischen Gutsmutsstraße und Bornstraße. 1970 erbaute man an dieser Stelle das Forum Steglitz und integrierte den Wochenmarkt, nun überdacht, in das Einkaufszentrum. Bei einem späteren Umbau wurde der viel frequentierte Wochenmarkt leider aufgegeben. An der Ecke Bornstraße, Ecke Bundesallee, entstand 1953 ein hochmodernes Kaufhaus namens Held. Mit seiner abgerundeten Eckfassade lenkte es den Blick gefällig hinein in die Bundesallee. Durch Besitzerwechsel wurde daraus bis 2003 das Kaufhaus Hertie. Nach langem Leerstand wurde Hertie 2006 mit großem Aufwand abgerissen, um dem Schlossstraßencenter SSC Platz zu machen. Auf dem Ruinengelände Kaiserallee Ecke Rheinstraße etablierte sich nach 1945 in einem behelfsmäßigen Bau das Bekleidungshaus Rudolf Herzog. Einst war es eines der ältesten und größten Kaufhäuser Berlins. Nach Rudolf Herzog folgte das Textilkaufhaus Ebbinghaus an dieser Stelle in einem Neubau. Hier kaufte man die Bekleidung für die ganze Familie ein. Das Firmenlogo von Ebbinghaus hat sich bis heute an dem jetzigen Nachfolgebau erhalten. 1950 wurde die Kaiserallee in Bundesallee umbenannt. 1958 erfolgte endlich die Benennung des namenlosen Platzes in Walter-Schreiber-Platz,
nach dem Berliner Bürgermeister Walter Schreiber. Wir sind in Askaniahöfen angekommen. Wir befinden uns hier auf den Höfen. Es gibt einen Biomarkt, zahlreiche Büros und Firmensitze. Alles sehr modern. Wir haben aber einen historischen Ort erreicht, mit einer eindrucksvollen Vergangenheit und hoffentlich einer goldenen Zukunft. Frau Blankenburg, welche Spuren hat die Geschichte hier hinterlassen? Der wirtschaftliche Boom in der Reichshauptstadt Berlin ab 1871 treibt expandierende Gewerbetreibende, die viel Produktionsumfeld brauchen, raus aus der engen Reichshauptstadt ins Umland. Und das frühe Friedenau wird dadurch für viele Gewerbetreibenden zu einem Zukunftsort. Quasi auf freiem Feld gründete hier an dieser Stelle der Mechaniker und Unternehmer Karl Bamberg, heute in der Bundesallee 86 bis 88, seine Werkstätten für Präzisionsmechanik und Optik. Er hatte bei Carl Zeiss und Ernst Abbe in Jena gelernt. Am neuen Standort produzierte er Kompasse für die Kaiserliche Marine, Theodolite für Vermessungsämter, Messgeräte für Sternwarten und Universitäten. Die Richtigkeit von Einsteins Relativitätstheorie wurde zum Beispiel mit einem Bambergschen Astrographen bewiesen. Sein großer Bamberg-Refraktor, von der Urania in Auftrag gegeben, steht heute noch funktionstüchtig in der Wilhelm-Förster-Sternwarte auf dem Insulaner. Große Teile der Askaniahöfe stammen von dem Friedenauer Gemeindebaurat Hans Altmann. Die Fassade weist ein Porträtrelief des Gründers Bamberg auf, sowie drei symbolische Reliefs, Feuer, Wasser und Erde darstellend, als Hinweis auf die Produktionsgrundlagen des Bambergschen Unternehmens. Bamberg und seine Frau sind auf dem Friedenauer Stubenrauchfriedhof begraben. Ja, wir sehen hier neben uns die Gedenkstele für den jüdischen Schriftsteller Georg Herrmann, der lange in Friedenau gelebt und gewirkt hat. Wir sind im Garten des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, einem Kinderhort mit Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler. Frau Blankenburg, warum wurde denn die Stele für Georg Herrmann in diesem Garten, dem früheren Ulmenhof, aufgebaut? Georg Herrmann war lange Zeit Friedenauer Mitbürger. Und es ist auch schon hier geschrieben, in der Bundesallee 108 schrieb er seinen Roman, der ihn bekannt gemacht hat, Jettchen Gebert, der in sehr hohen Auflagen erschien. Später wohnte er hier in der Stubenrauchstraße 6 hinter uns und war damals als Wohnort benachbart mit dem Ulmenhof. Der Ulmenhof befand sich hier. Georg Herrmann musste 1933 als Jude Deutschland verlassen. Seine Bücher wurden 1933 auf dem Opernplatz verbrannt. Er ging nach Holland ins Exil und starb als eines der Millionen Opfer des Holocaust im KZ Auschwitz im November 1943. Danke, Georg Herrmann. Wir stehen hier an der Kreuzung von Schwalbacher und Homuthstraße im Herzen des Schulstandorts Berlin-Friedenau. Hinter uns das Rheingau-Gymnasium und an der Seite die Stechlinsee Grundschule und das Paul-Nathop-Gymnasium.
Vor uns liegt also ein Campus von 3 Friedenauer Schulen, wie er in Berlin wahrscheinlich einmalig ist. Frau Blankenburg, wie kam es denn dazu, dass hier 3 Schulen so dicht beieinander gebaut wurden? Ja, Frau Schüttler, hier riecht es wirklich nach Bildung an der Ecke, das muss man sagen. Und schon sehr früh hat die bildungsbewusste Bevölkerung Friedenaus und auch deren Gemeinderat schon vor 1900 vehement für den Bau von Schulen gekämpft. Und diese Forderung nach Bildung und nach Schulen schlug sich im ganz schnellen, vehementen Bau vieler Schulen nieder. Ja, wir haben das Ziel unseres heutigen Kiezspaziergangs erreicht, den Friedrich-Wilhelm-Platz und die Kirche zum Guten Hirten. Wir befinden uns hier im Zentrum von Friedenau. Auf der anderen Straßenseite hat das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg sein beliebtes Kinder- und Jugendzentrum, die Burg. Jetzt gebe ich das Wort ein letztes Mal an Frau Blankenburg ab, die uns berichtet, was dieser Teil des Friedrich-Wilhelm-Platzes alles sonst noch so Besonderes zu sehen macht. Ein sehr prominenter Platz hier mit der protestantischen Kirche zum Guten Hirten im Mittelpunkt. Sie wurde erbaut unter dem Protektorat von Kaiserin Augusta, die sehr viele Kirchen in Berlin bauen ließ. Man nannte sie deswegen auch die Kirchenjuste. Liebe Frau Blankenburg, ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie uns diese wunderbaren Einblicke in Friedenau gewährt haben und uns mitgenommen haben in die Historie von Friedenau. Wir haben wieder eine einzigartige Begegnung mit vielen, vielen Informationen erlebt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hallo, Herr Wenzel. Hallo, guten Tag. Als erstes möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Und als zweites möchte ich mich außerdem bei Ihnen und bei Ihrer Gemeinde bedanken, dass Sie unter anderem mit Ihrem großen sozialen Engagement das Leben hier im Kiez ganz entscheidend mitprägen. Sie werden uns später davon sicherlich noch berichten. Also herzlich willkommen hier. Wir sind hier gleich an der Plakette, die noch mal daran erinnert, wie alt die Kirche ist. Ne? So, sie ist 1893 ist die Kirche hier eingeweiht worden, also ein bisschen älter als 125 Jahre. Und sie ist ein Grundpfeiler, glaube ich auch, der Stadtentwicklung Friedenaus. Die Menschen, die hergekommen sind, die waren zum großen Teil evangelisch. Und es gab keine Kirche. Und dann hat man angefangen, eine Turnhalle in der Kneipe Gottesdienst zu machen. Und dann, als nachher genug Geld da war und auch alle Genehmigungen erteilt worden sind, ist dann hier diese Kirche gebaut worden. Damals hatte die Kirchengemeinde so um die 40.000 Mitglieder. Also groß genug für die 40.000 Mitglieder. Und das greift zurück auf einen Architekturvorschlag von Herrn Doflein. Der hatte diese Kirche, es war ein anderer Ort, der geplant war, aber man fand diese Kirche und diesen Ort passend. Und so sind wir hier zu dieser Kirche auf städtischem Grund gekommen. Denn das gehört uns gar nicht, das gehört eigentlich Ihnen. Nur die Kirche ist, wie gesagt, in unserer Nutzung, aber Sie haben sozusagen immer noch die Besitzrechte des Grund und Bodens. Dann ist das ein gutes Zusammenspiel. Auf jeden Fall, oder? Hier ist ganz viel Verkehr drumherum. Ich glaube, jede, der mal hier vorbeigefahren ist, kennt die Kirche von außen. Aber wie sieht sie denn jetzt von innen aus und wie klingt sie von innen? Ich glaube, wir sollten jetzt mal reingehen. Also, herzlich willkommen. Zu dieser wunderschönen Kirche. Ja, 127 Jahre
Kirche zum Guten Hirten hier in Friedenau. Und man kann gut erkennen, wie das eigentlich gemeint ist, ja, so mit dem neugotischen Bau. Die Kirche lebt vom Licht. Also Licht ist ein großes Thema in dieser Kirche. Das Licht, das so ein Stück weit auch alle möglichen Formen von Dunkelheiten durchbricht. Wir erleben das ja immer wieder. Geschichte wiederholt sich. Dieser Ort war und ist und bleibt immer auch ein Ort, an dem Menschen nach ihrer Hoffnung, nach einem guten, gelingenden Leben zum Ausdruck bringen. Wenn sie heiraten, wenn sie getauft wird, wenn sie sich im Gottesdienst treffen, auch bei Beerdigungen. Das ist das Thema und das soll diese Kirche mit diesen großen Fenstern zum Ausdruck bringen. Eigentlich das Schönste, und ich finde, da wird das Thema des guten Hirten richtig deutlich, das ist diese gotische, neugotische Rosette hier am Altar. Man kann deutlich erkennen, dass da in der Mitte der gute Hirte ist, der das Schaf auf dem Arm trägt, und dieser gute Hirte ist flankiert von den vier Engeln, die die Himmelsrichtungen anzeigen, die ein Stück weit auch noch mal deutlich machen, was es uns hier heute auch geht. Der gute Hirte, der sich um den Einzelnen kümmert, der den Einzelnen nicht aus dem Blick verliert, den es wichtig ist, dass der einzelne Mensch in seiner vielfältigen Form von Lebenserfahrung angenommen und behütet ist. Das ist das Bild hier und das ist auch das Thema der Arbeit im guten Hirten bis heute hin. Sie haben das Stichwort gerade gesagt, die Arbeit des guten Hirten. Wie sieht es denn aus mit der ehrenamtlichen Arbeit in Ihrer Gemeinde? Wir haben ja draußen schon das Thema angeschnitten. Auch zum Thema Ehrenamt wollten Sie uns ja einiges berichten. Also das wissen wir beide sehr gut, ne? Dass gesellschaftliches Leben nur funktionieren kann auf der Grundlage ehrenamtlichen Engagements. Unsere Gemeinde hat etwa 300 Ehrenamtliche, die sich hier engagieren auf ganz vielen Feldern. Ein Schwerpunkt spielt die Kirchenmusik mit der großen Kantorei. Ein anderer Schwerpunkt ist die Arbeit mit Senioren, die Arbeit mit Kindern und Familien, die Arbeit mit Jugendlichen. Aber, und das ist mein Herz, da schlägt mein Herz am weitesten und am größten, das ist die Arbeit mit den Obdachlosen. 25 Jahre Obdachlosenhilfe hier im Guten Hirten, ganz niederschwellig. Angefangen in diesem kalten Winter vor 25 Jahren, bietet dieses Obdachlosencafé in den Wintermonaten, jetzt schon ab Oktober bis in April, März hinein, bietet die Gemeinde zum Guten Hirten etwa 18 bis 20 Obdachlosen jeden Tag Platz, Essen, ein Schlafplatz, ein Frühstück, ein offenes Gespräch, der Blick in die Augen derer, an denen wir auch so häufig vorbeigehen. Das ist ein wichtiges Anliegen hier. Und wir beide, kann ich mich richtig lebendig daran erinnern, als es darum ging, hier in Friedenau auch Flüchtlinge aufzunehmen. Da haben wir uns hier beide hingestellt und haben den Bürgern von Friedenau auch erklärt, wie wichtig das ist, dass auch in Friedenau ein Platz für Menschen da sein soll, die auf dem Weg sind, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie ihre Heimat verloren haben, ein Obdach hier bei uns zu finden. Und auch das ist mir ganz wichtig, ja, dass die Kirche zum guten Hirten eine Kirche ist, die zu den Menschen hingeht und nicht erwartet, dass man hierher kommt, sondern wir versuchen, eine aufsuchende Gemeinde zu sein im Umfeld der Gesellschaft. Da suchen wir in unserem Platz. Das haben wir auch an verschiedenen Orten gemeinsam getan. Wir haben uns unterhalten, ja auch, als es um den Friedrich-Wilhelm-Platz und die Sanierung des Friedrich-Wilhelm-Platzes ging. Wir versuchen hier als Kirchengemeinde, als gesellschaftlicher Ort präsent zu sein in den verschiedensten Fragen. Aber jetzt möchte ich mit den Informationen für heute Schluss machen, denn wir haben ja noch einen letzten Punkt, der für das Ohr ganz besonders wichtig ist. Und da würde ich noch mal ein letztes Mal an Sie überleiten, dass Sie noch etwas zum Flügel, zur Orgel sagen und was wir jetzt hören. Ich möchte Ihnen Svenja Andersson vorstellen, das ist unsere Kantorin. Und die kann viel mehr darüber erzählen als ich, denn das ist ja sozusagen ihr Instrument und ihr Arbeitsumfeld. Ja, bis vor ein paar Tagen konnten Sie die Orgel noch nicht so klar sehen, sondern da war noch eine große Baustelle mit einem riesigen Gerüst, denn die Orgel wurde komplett generalüberholt. 2077 Pfeifen wurden alle ausgebaut, alle einzeln gereinigt. Die ganze mechanische Apparatur auseinandergebaut, den natürlichen Verschleiß der letzten Jahrzehnte general überholt, repariert. Spektakuläre Bauarbeiten, die ganz
äußeren Pfeifen, die sind fast 6 Meter hoch und wiegen 140 Kilo. Ja, also eine 3-monatige Baustelle. Jetzt fehlen noch so ein paar kleinere Sachen, die jetzt noch ausstehen. Ja, sodass unsere Orgel jetzt dann hoffentlich Mitte November wieder festlich eingeweiht werden kann und dann ja, unsere aller Herzen wieder erfreuen kann. Können wir denn trotzdem vielleicht, obwohl es noch nicht der super Klang ist, 1, 2 Töne hören? Wir können schon einmal ein bisschen reinhören. Ja. Herzlichen Dank dafür. Bevor die Orgel, also der Höhepunkt unseres Kidspazierganges, noch erschallen wird, Ihnen dafür danken, dass Sie mit dabei waren, dass Sie mit uns durch Friedenau gelaufen sind. Ich möchte mich bei Herrn Wenzel bedanken, dass wir hier Unterschlupf gefunden haben und die Arbeit kennenlernen konnten. Ich hoffe, dass Ihnen das neue Format gefallen hat, denn im November und im Januar werden wir das Format fortsetzen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und jetzt hören wir noch von der Orgel.